Switch gemacht auf Twitch. Mhm. Die gehen ganz anders da dran, wie ein Musiker. Musiker. Was, Bruder? Musiker. Ah, einer hat mich gehostet, ja, ah. Du bist warum? Keine Frau muss einen Arsch haben. Lüge. Arsch ist für mich so, das ist halt für mich so, ich weiß nicht, das ist für mich alles. Titties, welche? Tschüss, ihr Lads. Soll ich hochladen? Moin, meine lieben Freunde. Was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Schuh, Badisch. Was geht ab? Hip-Hop Daily hat dich direkt erkannt, Bruder. Was geht, Bruder? Alles gut? Wie läuft's in Berlin? Habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Nee, ne? Nee, nur über Dinger, so. Instagram. Leute, wir wollen reagieren. Gibt's geile Videoclips? Ja, Mann, ich geh mal. Check mal ab. Nee, wir hatten doch schon einen. Genau, wir waren eben spontan live auf Instagram. Und da haben uns ein paar Leute gefragt, was wir zum neuen Song von der Elif und Katja Krasavice. So ist richtig, oder? Ich kann gar nicht aussprechen, oder? Genau, was wir davon halten. Und wir haben es noch gar nicht reingezogen, deswegen geben wir uns das jetzt zusammen. Haben wir dann geschaltet und uns spontan die Idee gehabt, live it in, man. Switch gemacht auf Twitch. Wie ich. Der war stark, Bruder. Ich komm wieder rein, wie ich. Come back it in, man. Okay, wir waren schon fast durch, aber egal, wir fangen nochmal an. Achso, wegen Sound ist kacke jetzt, Bruder. Machst du das? Wegen Sound ist kacke, warte mal ganz kurz. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Was denn, ich bin jetzt ein Star. Ja, ich fahr. Die lispelt, gell? Mhm. Findest du das geil? Eigentlich nicht. Nee? Mm-mm. Es hat halt ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Mm-hmm. Du? Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt vielleicht, weißt du, ich meine so. Vielleicht wird es ja ihr Trademark so. Wenn die irgendwann richtig krass ist, aber die immer noch dieses leichte Lispeln so. Mm-hmm. Kann sein. Gibt es jemanden schon, der lispelt? Sängerin? Ja. Keine Ahnung. Bin ich auch nicht, ne? Oh no. Auf jeden Fall. Was ich noch vorhin auf Insta gesagt habe, ich finde Katja, man hört schon, dass die jetzt nicht, jetzt im Kontrast zum Beispiel mit der Elif. Ich glaube, eine Elif macht schon länger Musik zum Beispiel. Und ich finde, das hört man ein bisschen noch raus bei einer Katja. Ich finde, da geht noch was in der Delivery, in der, wie sie es rüberbringt und so, wie sie rappt oder wie sie singt. Aber ich glaube, das hat voll viel Potenzial. Weißt du, das Produkt Katja Krasavice so. Wenn die jetzt noch musikalisch krasser wird, was definitiv der Fall sein wird, was man jetzt auch schon merkt nach 2-3 Songs, weißt du, ich meine so, du merkst schon diese Steigerung. Mhm. Und ich glaube, wenn die dann noch musikalisch jetzt noch krasser wird, weil das Produkt ist schon geil. Mhm. Sie sieht geil aus, Optik passt, Reichweite ist da, die kann sich artikulieren vor der Kamera. Mhm. Bruder, was willst du mehr? Die kommt doch ja von der YouTube-Szene, ne? Aha. Ich glaube, ich habe eh das Gefühl, dass wenn eine YouTuberin oder ein YouTuber Musik macht, mhm, die gehen ganz anders da dran, wie ein Musiker. Musiker. Was, Bruder? Musiker. Ja, weil die oft halt, also ich glaube, der größte. Ich glaube, das, was am meisten dazu beiträgt, ist, dass man diese ganzen Sachen in der Öffentlichkeit schon mal gefühlt und erlebt, mhm, hat. So. Mhm. Shitstorm, wenn Leute positiv auf deine Sachen reagieren, negativ reagieren. Du hast dich schon vor der Kamera so exposed, sage ich mal. So. Du musstest, mhm, schon sein, so ein offen. Ja, ich sag, also am realsten bist du als YouTuber am Ende des Tages, wenn du ein offenes Buch bist. So. Und die YouTuber, die es geschafft haben, dass die Leute von der Persönlichkeit irgendwie abhängig werden, so. Mhm. Die leben halt, die sind halt geknallt bei YouTube, so Montana Black und so eine Sachen. Und Shirin auch so zum Beispiel. Und eine Katja auch zum Macht Beispiel. Montana Musik? Nee, ich meine nur, die sind geknallt bei YouTube so, mhm, weil die einfach real geblieben sind so. Mhm. Und wenn du so eine Schule schon durchgemacht hast und dann anfängst mit Mucke, Bruder, dann bist du halt schon relativ real eigentlich jetzt so. Ich sag hast mal, du hast eine gute härtere, Schule. Härteres Fell hast du auf jeden Fall. Ja. Aber mir geht's auch um das Ding einfach, das Produkt darzustellen. Mhm. Weißt du, Musiker geben das meiste ab. Er hat Manager, die ist das. Ich will nicht wissen, was die alle selber macht. Die YouTuber, hm, haben diesen Produktionsinstinkt. Kennst du ja von mir. Zack, zack, zu machen.
Deswegen, wenn YouTuber Musik machen, gehen die ganz anders da dran. Die sind, diese YouTube-Schule ist eine krasse Schule, Dicker. Egal, was du danach machst in der Öffentlichkeit oder ob du auch bei YouTube bleibst oder nicht. Mhm. YouTuber zu sein ist voll cool, Dicker. Ich find's voll schade, wie das in so einen verteufelten Vibe reingekommen ist. So, dass Leute dann YouTuber so uncool geredet haben irgendwann mal zu einer Zeit, wo es ein paar schwule YouTuber gab, sag ich mal so. Mhm, wurden alle YouTuber unter einen Kamm geschert, so. Und die Phase ist aber nicht gekommen, wo die Leute mal wieder sagen, ey, YouTuber sind krass, Digga. Weißt du, was ich meine? YouTuber sind eigentlich voll fresh, sind eigentlich voll cool. Sind in manchen Facetten sogar cooler als Rapper, Digga, so. Mhm. Haben Formate entwickelt, haben sogar teilweise dazu beigetragen, dass Rapper krass geworden sind, so. Ja, ja. Weil die geile Formate hatten, wo die auch präsentiert haben, so. Mhm. Diesen Hack, finde ich, haben YouTuber schon verdient und nicht immer bekommen, so, finde ich. Beziehungsweise schon bekommen, aber vielleicht manchmal nicht so ausreichend. Aber ich glaube, wird kommen. Sound ist gut, sagt einer, 470 Views. Schon verrückt, was passiert ist, so war das nicht vor ein paar Jahren. Auch wenn's manchmal zu viel ist, nehm den Fuß nicht vom Gas. Eine krasse Stimme, gell? Mhm. Boah, so eine dunkle Stimme, Bro. Es verschickt mich irgendwie voll. Die Optik und die Stimme geht für mich auch gar, so gar nicht ja, richtig Optik. Krass Hand in Hand an. Ja, 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 ja. Weißt du, was ich meine? Du fachst voll mit hunderttausenden Bar. Das alles hat keinen Wert, seit sie sagten, Mama ist krank. Meine Träume wurden wahr mit der Zeit. Oh, Digga, ich find's... Jetzt Style, ne? Nein, Katja zählt mich an, ja. Ich schwör nach den OPs, Bruder, ey. Ich meine, ich will keiner sein, der das supportet in der Öffentlichkeit, dieses mit OPs und machen lassen und so. Aber ich muss auch ehrlich sein, Bruder. Und wenn ich jetzt die geiler finde, dann ist es so, Bruder. Ist es verwerflich, Bruder? Eigentlich nicht, Bruder. Guck mal, er überlegt so. Bruder, ich hab die gar nicht richtig gesehen. Die sieht man gar nicht richtig, merkst du das? Ah, warte mal, ist jetzt wieder von vorne, oder? Ich bleib da allein. Hat die auch ihren Popo machen lassen? Ich seh's nicht. Auf jeden Fall Big Titties sind am Start, sehe ich. Du ekelhaft, Alter, gib mal eine Faust darauf, Bruder, ich schwör. Hat mich geprägt, Mama. Ich fahre viel zu schnell auf dem Highway. Und ich spüre den Wind. Der nur so fühlt es sich an, als ob ich vor. Ah, einer hat mich gehostet, ja. Ah, ich küsse dein Herz. Wer war das? Wer war denn das? Dankeschön für den Host, Alter. Mali TV, ich küsse dein Herz, Bro. Danke, Habibi. Habibi. Mali, wo kommt denn der her, Bro? Kennt man sich? Okay, weiter geht's. Ah, nee. Yeah. Mach mal zurück, Bruder, mach zurück. Ich muss Schweigeminute einlegen. Ich geh kurz raus. Ich geh auch, Bruder. Eigentlich Stream ausmachen sollen. Gekillt, ja. Scheiße, Bruder. Ich will nicht niemanden jetzt so. Weißt du, es ist jetzt nicht. Es muss. Keine Frau muss einen Arsch haben. Lüge! Arsch ist für mich so. Das ist halt für mich so. Ich weiß nicht, das ist für mich alles. Keine Frau muss einen Arsch haben. Why the fuck you lying? Why you always lying? Yeah. Ist so eine Sache, hätte ich mir jetzt gewünscht, weißt du so? Weil du sie noch voll gepusht hast, ja, so, Digga, ey, ich weiß, was sie will, wo die hin will. Ja. Wir wollen nicht zu oberflächlich sein, Katja ist real. Ja, Bruder, nein, wenn die schon das macht, wenn sie investiert, dann investiert doch richtig. Ja, manche stehen so, Bruder. Man kann nicht alles unter einen Kamm stellen. Wer steht auf keinen Arsch, bitte? Gibt's bestimmt auch Männer, die sagen, ich mag's, wenn eine Frau, oder ich sag zum Beispiel, mir ist egal, wie die optisch aussieht, Bruder. Ich meine, so, wenn wir jetzt ganz tief reingehen. Egal, wollen wir nicht zu tief werden jetzt hier, Bruder. Doch die Wände sind voll. Deine Brüder schauen von oben zu. Ich schwör, ich mache euch stolz. Erzähl mir nichts von Realness. Dieses Herz ist aus Gold. Alle meinen. Geile Line. Nein. Erzähl mir nichts von Realness. Dieses Herz ist aus Gold. Feier. Dieser Rap geht vorbei. Hier ist auch geil. Den Vibe fand ich auch geil. Dieses Engel und. Sehr Kontrast, ne? Dieses Engel und. Ich will das andere nicht aussprechen, aber dieses Positive. Also dieses. Ja, wer ist jetzt hier positiv? Ach so, ja, nee, das eine ist mit Farben und mit Dingen, du weißt, so schön und so, weiß, das andere dunkel, ist so dunkel, schwarz, boom. Gotham City, Bruder, Vision. Geht vorbei, mein erstes Album ging direkt auf die 1. So viele Zahlen auf dem Steuerbescheid. Eine
gesagt, Zara hätte eigentlich auch keinen Arsch, hätte sie sich nicht operieren lassen. Lass dich nicht täuschen. Also so wie sie es in meinem Video gesagt hat, hat sie ja die Hüften nur machen lassen, dass es von vorne so aussieht, dass die Hüften so da sind, ne? Das heißt ja noch lange nicht, dass dann der Arsch da ist. Und ich habe ja gerade eben gesagt, das eine schließt nicht aus, dass ich das sexuell anziehend finde. Nur weil einen gemachten Arsch hat, das habe ich jetzt, also ich sag mal so, ich habe nicht viel Erfahrung damit gemacht. mit gemachten Sachen, so weiß ich mal. So, aber was würde ich jetzt sagen, Bruder? Was würde ich jetzt sagen? Du weißt doch auch, was ich hinaus wollte, oder nicht? Weil die Olle geschrieben hat, Ding, weil es gibt auch Leute, die stehen da nicht drauf, oder was weiß ich. Muss wegen sagen. Nein, was ich sagen wollte, genau. Es ist trotzdem so, dass mich ein gemachter Arsch und auch gemachte Brüste mich sexuell anziehen können. Nicht gemachter. Doch, gemacht. Ah, okay. Es kann mich trotzdem sexuell anziehen. Auch wenn ich sage, dass ich natural immer geiler finde und einen natural großen Arsch immer geil finde als einen gemachten großen Arsch, ist ein großer Arsch immer besser als gar kein Arsch, Bruder. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Die Formel macht Sinn, Bruder. Macht Sinn, Dicker. Die schreiben gerade alle, was, Bruder? Das war ey, so im Seitenprofil sieht er mir auch ähnlich in dem Video mit dem was, Bruder? Was, Bruder? Was, Bruder? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Ah. Du bist von Rambo. Die macht diese mit roten Haare Filme, diese Lola Rentner, Mann. Und ich sehe die Sonne spiegelt sich in der sexy, aber da hast du auch direkt gesehen hier unten, oder? Bin ich dumm. Sieht man hier so ein bisschen, sieht man, dass das gemacht ist hier. Ah, krass. Krass, hast du recht. Oder? Das ist gut an, ayo. Safe. Das sieht bei einer natural sexy aus, diese Szene. Weil du siehst, es ist natural. Auch hier, stimmt. Auch andere Seite ist auch dieser Schatten. Ja, da ist so ein Schatten, Bruder. Ich sehe das, Bruder. Ich habe mein Auge überall, Bro. Einer schreibt, du brauchst unbedingt Mods, Habibi. Du hast gemeint, ob ich die attraktiv finde, die Elif, oder was? Nee, ist nicht mein Typ, Brudi. Die ist so dünn und so. Aber die hat voll das krasse Charisma, Digga. Ich würde mich voll gerne mit der unterhalten, so. Ja, Mann, du? Findest du die nice? Smash or pass? Elif. Also vom Typ her eigentlich Smash meins. Smash or pass, Bruder. Ja, vom Typ her eigentlich meins, aber ihre Art ist mir so steif. Die hat so eine steife Art, weiß nicht, wo ich sag. Bisschen anmannmäßig so, weißt du? Echt? Hab ich das Gefühl, weiß nicht. Also ich würde jetzt mal sagen. Pass, oder? Pass. Pass it out, man. Okay, Freunde, was gibt noch ab? Ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Eigentlich ist es auch. Ah, doch! Eins noch und dann sind wir vorbei. Das sind eigentlich die einzigen Videos, die mich interessieren, weil da geht es auch ein bisschen um. Ding auch, oder rechts oben. Weißt du, wie ich meine? Um Curves, um schöne Frauen und um witzige Sachen.